Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Der Todesbote, ja, Caleb Quinn hat gehört, dass wir wieder die Millionen voll haben und will jetzt erstmal direkt wieder geiern. Ja, was wollte ich hier jetzt machen? Wenn er hier lang geht, das passt soweit. Also wir holen uns mal die Sachen hier drüben. Level 44 sind wir inzwischen, Prestige 3. Und ich habe mir überlegt, ich glaube, ich werde einen Großteil der Punkte, die man jetzt... Ah, hier oben wird so schön viel wegfallen eigentlich, ne? Aber trotzdem muss ich mal hier... Ja doch, er geht sowieso dorthin. Ich drücke ihn mal eben hier zur Seite. Damit die ganzen Dinger da dann wegfallen. Was macht der schillernde Pin nochmal? Blablabla. Ach ja, alle in Terrorradius könnte man sich mal holen. Weiß zwar immer noch nicht, ob das wirklich so geil ist, weil... Terrorradius ist ja gut, klar, man könnte auch was mitnehmen, was den Terrorradius nochmal vergrößert. Die eine Person ist dann ja auf jeden Fall schon mal verletzt. So, hier gehen wir runter, haben direkt aber auch hier vorbereitet, damit wir noch die zweite Fähigkeit abbekommen können. Erstmal da dicht machen. Jetzt spielt er hier oben so ein bisschen rum. Den Zahn kann man sich auch mal immer gönnen, habe ich gehört. Und dann könnten wir uns gleich mal ein paar Blutpunkte einsammeln. Also ich überlege halt, ob ich die Sachen aus dem Archiv dann jetzt tatsächlich aufbewahre für den nächsten Killer wieder, damit es dort auch genauso schnell geht wie hier. Da konnten wir ja auf die ganzen Reserven quasi zurückgreifen, die wir hatten. Was uns natürlich schon einen ganz guten Boost gegeben hat. Oben würde gut was wegfallen, deswegen lassen wir es mal eben zu. Komm, wir sammeln uns mal eben schnell die Dingens ein. So, die Daily habe ich hier. Was habe ich eigentlich? Kannibale? Und die Seuche. Alles klar. Und hier muss ich mal eben gucken. Herausforderung. Naja, nö, die jetzt fertig sind, die kann ich eigentlich so lassen. Ich würde sagen, die beiden hier sammeln wir nochmal ein. Wenn die, damit wir halt zum Ende kommen. Ne? Die beiden sammeln wir ein, dann sind wir beim Ende. Die drei hier, die lasse ich dann auch. Und die hier lasse ich auch. Ja gut, eine muss ich mir hier noch einsammeln. Entweder die oder die. Eine von den beiden müssen wir noch einsammeln und die andere können wir dann auch wieder aufbewahren. Und hier auf der Seite genauso. Diese fünf könnte ich auch noch aufbewahren. Damit wir dann fürs nächste Chapter gerüstet sind. Weil vom Spalt her, ja, sind wir sowieso so gut wie durch. Hier fehlen noch vier und dann für den nächsten 10. Macht 14. Wir bekommen alleine ja schon 10, wenn wir hier hinten hinkommen. Und das hier sind auch nochmal jeweils 3. Macht schon 16. Also allein, wenn ich mir die Sachen einsammle, dann wären wir durch. Ich könnte... Ah ne, den muss ich mir so oder so einsammeln, damit ich an den rankomme. Ich wollte gerade sagen, dass wir könnten auch hier lang gehen, wollte ich gerade sagen. Weil dann könnten wir die beiden holen und den, aber dann kommen wir an den wiederum nicht ran. Und jetzt so lange aufbauen, also ich will jetzt auch nicht... Also den jetzt hier gar nicht machen, wäre glaube ich auch irgendwie ein bisschen doof, ne? Also wir machen schon so weit fertig, dass wir dann beim nächsten Mal einfach alles einsammeln können und dann fertig. Gut, dann habe ich jetzt gar nichts zum Einsammeln. Die hier lasse ich dann... fürs nächste Chapter. Gut. Dann geht's da genauso zügig wie jetzt. Wir holen uns mal eben Löt. Dann als nächstes hier unten die Präsenz. Immer gut, wenn man sich die Dinger geiert. Hier kommen wir. Holen uns auch nochmal einen Mori. Mori Montag Abstimmung. Muss ich auch nochmal gleich online stellen dann im Laufe des Vormittags am besten. Oder vielleicht auch mittags, damit die meisten Leute das mitbekommen. Mal wieder abstimmen, welcher Killer denn nächste Woche mit uns in die neue Woche starten darf. Wir holen uns Raubtier. Jetzt hoffe ich, dass er hier unten keine Faxen macht. Dankeschön, Entitus. Ja, wenn er dahin geht, fällt das mit weg. Dann ist es halt so. Was macht das hier? Verkleinert deutlich den Terrorradius. Verringert moderate Bewegungsgeschwindigkeit. Okay. Ja, gut, ich weiß nicht, ob das jetzt so ein geiles Add-on ist. Ich meine, guck mal, der Terrorradius verkleinert sich ja erst, wenn man durchs Visier guckt. Aber man ist auch langsamer. Das heißt, entweder musst du schon irgendjemanden am Generator arbeiten sehen und dann durchgucken. Oder... Ja, also in der Verfolgungsjagd bringst du ja nichts, weil die Person dann ja trotzdem schon weiß, dass du sie verfolgst. Oh ja, Barbecue. Nice. Das hole ich mir natürlich erstmal direkt. Dann, ich bin ganz ohr. Ach ja, und wir sind Level 50. Das bedeutet, ihr seht es ja wahrscheinlich jetzt gerade schon selbst, das bedeutet natürlich, dass wir immer 4 Perks zur Auswahl haben und uns 2 davon mal ein bisschen aus der Nähe betrachten werden. Map Offering ist für dich, mein Freund. Ja, ich habe irgendwie jetzt damit gerechnet,
dass wir mehr Blutpunkte noch einsammeln können. Aber ja, wenn wir es aufbewahren, dann wohl eher nicht. Ja, wo gehen wir denn jetzt lang? Er geht hier hin. Danach könnte er hier hingehen oder dort. Das hier wird mir überhaupt nichts bringen, wenn er dahin geht. Macht er aber. Ah, warte mal. Doch, bringt mir schon was. Weil wenn ich ihm jetzt sage, er soll starten und dann geht er hier hin, fallen die beiden Sachen weg. Ja, dann soll er ruhig jetzt auch starten. Den schillernden Pin. Ich hole ihn mir mal. Ich bin zwar nicht so hundertprozentig davon überzeugt, dass der so geil ist, ehrlich gesagt, aber... Vielleicht täusche ich mich ja auch. Man muss es mal ausprobieren wahrscheinlich, ne? So, da hinten haben wir einen Huni. Ja, dann gehe ich hier nach oben. Hol mir Überwachen. Ach, hier drüben fällt halt einfach auch wirklich gar nichts weg, ne? Obwohl, jetzt muss er da hingehen. Könnten wir schon mal hier 100% Offering vorbereiten. Unten wäre natürlich cool gewesen, weil da nochmal dann etwas Neues auf Stufe 1 gewesen wäre. Aber ihr kennt es ja, ne? Hätte, Fahrradkette und so weiter. Hätte der Hund nicht geschissen, hätte er den Fuchs noch bekommen. Kennt ihr noch so Sprüche? Schreibt es gerne in die Kommentare. Gut, hier oben der Hoden. Zack. Yo, wo gehst du lang? Wo geht der Enditus jetzt lang? Wenn er jetzt hier lang gehen würde, könnte man hier wieder direkt so dicht machen, relativ gut. Ich hole mir mal das hier schon mal. Ah ja, guck mal, er geht wirklich da lang. Dann würde ich sagen, gehen wir nach unten. Mal eben... Planänderung. Ja gut, hat mir jetzt überhaupt nichts gebracht. Da hätte ich direkt natürlich, ja, hätte ich direkt machen müssen. Habe ich jetzt überhaupt nichts durchgewonnen. Aber habe mich wie der krasseste Stratege gefühlt. Man kennt's, ey. Gut, dann her damit. Das schillernde Ding. Ah ja, wie gesagt, Alter, 15 Meter, 18 Meter ist Maximalreichweite. Der Ast hier, der ist mir aber instant sehr sympathisch. Dann gehen wir hier unten hin, würde ich sagen. Er startet da oben. Oh Leute, das ist ja eigentlich geil. Dann könnten wir... Guck mal, wir gehen mal hier direkt hin. Obwohl, der wird wahrscheinlich so latschen, dass es mir gar nichts bringt, ne? Ja, der wird sich am Rand lang schlängeln. Ich kenne den Enditus doch. Ja, genau. Die Freude macht er uns nicht, dass er hier irgendwas macht, was auch nur im Entferntesten für uns gut sein könnte. Ach ja, blöder Kackvogel. Er geht hier hin. So, das heißt, wir machen hier. Und jetzt versuche ich natürlich... Yay, nice. War auch eine hohe Chance, dass er sich eins von den beiden holt. Und da müssen wir uns nämlich gar keins holen. Haben wir Enditus wieder verarscht, ey. Also da hinten und dort unten. Stufe 1. Starte mal eben hier. Na ja, gut, er geht natürlich genau dahin. Dann holen wir uns einen Nöd, würde ich sagen. Ja, wo gehst du jetzt hin? Also ich muss ja eh nochmal hier hingehen. Dorthin, naja. Lassen wir ihn noch bis hierhin kommen, würde ich sagen. Damit ein bisschen was wegfällt. Naja, komm, dann gib mir doch mal das Ding da. In dem Blutnetz sind irgendwie auch nur relativ günstige Sachen am Start, ne? Weiß auch nicht. Der Enditus ist wieder am Knausern, ey. Das Sparprogramm wieder aufgefahren. So, 100% Offering haben wir hier rechts. Hier sind zwei Sachen an einem Ast dran. Wir müssen aber sowieso erstmal hier hin. Es könnte sein, dass er mir das 100% klaut. Macht er aber nicht. Der Ehren-Entitus heute mal wieder. Also, naja, eben habe ich noch gemeckert über ihn. Es ist ein ständiges Auf und Ab. Er holt sich sowieso das da. Brauchen wir jetzt nicht extra uns die Flasche dafür holen. Können wir uns lieber was anderes gönnen. Ach ja, man kommt echt so schnell jetzt wieder nach oben, ey. Das ist krass. Wir müssen auch mal gucken. Es wird noch dauern. Wir haben jetzt ja gerade erst angefangen. Wir müssen aber auch mal immer ein bisschen drauf achten, wann wir denn anfangen könnten. Ah ja, guck mal, wenn ich hier und dann da. Also 1, 2, 3, da würde alles hier oben wegfallen. Dann mache ich hier mal eben dicht, dass er da wirklich lang geht. Könnten uns das Mori holen. Ja, hier so und dann Nurses Calling, Blutpunkte, Dankeschön. Und zack. Aber sobald wir alles auf Stufe 1 haben, könnte er in den Randomizer rein. Aber auch erstmal nur mit den ganzen alten Fähigkeiten wahrscheinlich, denn die anderen Killer müssen ja auch noch hochgelevelt werden. Ist halt die Frage, wie ich es mache, wenn er fertig, also was heißt, wenn er fertig ist, aber wenn er alles zumindest schon mal hat auf Stufe 1, ob ich dann
mir überlege, erstmal die anderen Killer die ganzen neuen Perks zu geben, damit wir den Randomizer aktualisieren könnten. Bisher habe ich es immer andersrum gemacht, aber ach komm, mal gucken, was hier drin ist. Der Kautabak. Aber dann könnten wir schneller den Killer-Randomizer wieder an den Start bringen. Also gestern haben wir auch viel Killer gespielt, aber ich muss sagen, gestern hatte ich irgendwie, nach einer Zeit, war ich irgendwie nicht mehr so motiviert, Killer zu spielen. Ey, irgendwie, gestern hat nicht so wirklich geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, wo auch immer du lang gehst, jetzt als nächstes, ne? Bringt's mir was? Wahrscheinlich wird er sowieso nicht nach hier oben gehen, oder? Und er wird wahrscheinlich auch nicht hier hingehen. Er wird wahrscheinlich hier, hier, hier gehen. Deswegen können wir genauso gut einfach hier dicht machen. Weil, wie wir wissen, der Enditus macht sowieso nie das, was wir wollen. Er hat seinen eigenen Kopf. Leider. Da unten Stufe 1. Ja. So, das einzige auf Stufe 1. Dann holen wir uns das. Er geht nach da oben. Ja, dann gehe ich nach hier oben. Er startet schon woanders. Wo gehst du jetzt denn hin? Ich meine, wird mir so oder so nichts bringen. Soll er mal ruhig starten. Oh ja, hier bringt es mir aber ein bisschen was. Da fällt ganz gut was weg. Dann könnten wir jetzt eigentlich uns überlegen, nochmal hier das etwas teurere Addon zu holen. Ja, so ein bisschen Stuff wollen wir ja auch haben. Ist jetzt ja nicht mehr das Ziel, möglichst schnell und möglichst billig hier durchzukommen. Ja, 100%. Machen wir uns hier schon mal so weit safe. Und dann geht's hier direkt weiter. Können hier aber direkt wieder dicht machen. Hier, das bringt mir überhaupt nichts, dass er da jetzt startet. Gut, dann holen wir uns das Günstige. Ich meine, wie gesagt, also auf Krampf jetzt hier die teuren Sachen da oben zu holen, bringt ja auch nichts, ne? Weil ist jetzt auch nicht so das krasseste Add-on, was man bekommen kann. Totale Stärke, okay. Dann ist hier alles dicht soweit. Zack. Hier mache ich zu. Braucht er nicht. Ah, er startet noch an dem Ast. Da fällt immerhin auch noch mal ein bisschen was weg. Und jetzt haben wir nur noch 59.000. Da gehen wir mal davon aus, dass das hier das letzte Blutnetz ist, was wir fertig bekommen werden. Barbecue und Chili, da überlege ich nicht lange. Das ist immer gut, damit wir weiterhin an die Blutpunkte rankommen. Wenn ich jetzt hier loslege, weil 1, 2, da wird noch ein bisschen was wegfallen. Bringt mir das denn wirklich so viel? Nee, komm, wir starten mal jetzt einfach. Dann holen wir uns das hier, was wir ihm eigentlich versprochen hatten. Ich meine, klar, ne? Zeit hätte es mir ein bisschen gebracht. Wäre wahrscheinlich günstiger durchgekommen. Aber wie gesagt, aktuell ist jetzt gar nicht so wichtig, dass wir hier auf Krampf den größten Sparplan am Start haben. Da haben wir ein 100% Offering. Das ist schon mal gut. Ist so ein schöner Ast eigentlich, den man gut hätte wegfallen lassen können. Aber wenn wir ein 100% Offering haben, dann... Ich mache schon mal hier die Ansage an Zukunftsgrants, dass er da bitte lang gehen soll. Ja, dann sind wir mit Quentin hier jetzt schon wieder ein ganzes Stück weitergekommen. Perk-mäßig. Ja, wir sind gerade mal auf Seite 4 angekommen. Ich weiß gerade gar nicht. Warte mal, wie weit wird denn das jetzt gehen? Landen wir überhaupt schon auf Seite 6? Nee, okay. Bis hierhin auf Seite 5. Also es fehlt noch ein bisschen was. Wenn man mal schaut. Es fehlt noch... Bis hierhin ging es, ne? Also 5, 9, 13. Es fehlen noch 13 Perks auf Stufe 1. Also wenn wir 13 Perks auf Stufe 1 nochmal bekommen, dann hat er zumindest alles schon mal auf Stufe 1. Dann ist aber alles halt, ja... Ist halt alles jetzt nicht so geil. Und wir brauchen auch alle, weil er startet ja mit den 3 neuen. Also die sind sowieso schon bei ihm am Start. Barbecue jetzt auf Stufe 2 ist ja schon mal gut. Blutpunktemäßig sind wir dann ein bisschen besser aufgestellt, wenn wir mit ihm spielen wollen. Und ich muss ja immer noch sagen, Nöd auf ihm ist irgendwie lustig, weil du kannst Leute halt wegziehen und dann umklatschen. Ne? Also du kannst manchmal Leute, die im Ausgang stehen bleiben oder solche Späße halt nochmal so richtig schön aufs Maul geben. Nöd macht auf ihm irgendwie tatsächlich Spaß, muss ich zugeben. Ne? Obwohl ich ja sonst eigentlich nie mit Nöd spiele, außer mal so Just for Fun oder sowas. Aber Alter, auf ihm weiß ich auch nicht. Wenn die Leute die Totems nicht machen, Alter, ist schon am Ende ganz schön mies, ne? Gut, Leute, schön, dass ihr am Start wart. Blutpunkte sind wieder weg. Dann sparen wir jetzt mal auf die nächste Million. Bis dahin euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Danke für die Aufmerksamkeit, falls euch gefallen hat. Ihr wisst, was zu tun ist. Danke auch an Tossi und die Kanalmitglieder für die Unterstützung.
und bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao.